20 Top-WordPress-Plugins, von denen du vermutlich noch nie was gehört hast. WP Sweep heißt das heutige Plugin, das uns dabei hilft, überflüssigen Datenmüll von unserer WordPress-Datenbank zu fegen. Datenmüll entsteht zum Beispiel durch regelmäßige Beitragsrevisionen, die von WordPress automatisch durchgeführt werden, gelöschte Spam-Kommentare oder auch alle Arten von veralteten Metadaten. Ganz besonders, wenn man eine Webseite betreibt, die regelmäßig neue Inhalte veröffentlicht, wie zum Beispiel einen Blog, redaktionelle Webseiten oder auch einen Online-Shop, sollte man in regelmäßigen Abständen dieses Plugin hier nutzen, um einfach mal die Datenbank wieder zu bereinigen. Eine genaue Übersicht, von welcher Art Datenmüll dieses Plugin unsere Webseite befreit, das findet man hier auf der Dokumentation des Plugins. Und sobald das Plugin installiert und aktiviert ist, dann finden wir unter dem Reiter Tools eine zusätzliche Option, und zwar Sweep. Und wenn wir da draufklicken, dann finden wir ganz oben als allererstes eine ganz, ganz wichtige Information beziehungsweise einen sehr, sehr wichtigen Hinweis. Und zwar sollte unbedingt, bevor man dieses Plugin hier nutzt und tatsächlich anfängt, die Datenbank auszufegen, ein Backup der Datenbank erstellt werden. Wie man so ein Backup einer WordPress-Datenbank in wenigen Minuten kostenlos erstellen kann, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das werde ich mal hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man aus Versehen Daten löscht, die doch noch gebraucht wurden, dann hat man wenigstens die Option, die Datenbank wieder herzustellen. Hinzu kommt, dass man unter seinen Beiträgen mal gucken sollte, ob sich da noch irgendwelche Zwischenspeicherungen oder Entwürfe befinden, die noch gebraucht werden. Einfach nur, um zu vermeiden, dass hier gleich irgendetwas gelöscht wird, das ursprünglich noch benötigt wurde. Okay, also sobald ein Backup der Datenbank vorliegt und man sich vergewissert hat, dass hier keine Daten mehr gespeichert sind, die noch benötigt werden, dann können wir hier mal einen Blick drauf werfen, von welchen Reinigungsfunktionen wir hier überhaupt Anspruch nehmen möchten. Es gäbe die Möglichkeit, hier einfach bis nach unten zu scrollen, auf Sweep All zu klicken und eine komplette Reinigung durchzuführen. Ich schaue mir immer das Ganze gerne nochmal genauer an, gucke erstmal, wo überhaupt Datenmüll entstanden ist, hier zum Beispiel bei den Revisionen. Wie schon gesagt, das sind all die Zwischenspeicherungen, die im Laufe der Beitragserstellung entstanden sind und von WordPress automatisch durchgeführt wurden. Auf die kann ich natürlich verzichten. Duplicated Post Meta, auch darauf kann ich verzichten. Das heißt, das kann ich dann besorglos sweepen. Also hier schon mal nichts dabei, worum ich mir Gedanken machen müsste. Dass hier jetzt bei den Kommentaren nichts zu finden ist, wundert mich zwar ein bisschen, aber wir gehen mal direkt weiter. So, das sind Metadaten von Nutzern und das hier bedeutet, dass die verwaist sind. Das heißt, auch die können ausgefegt werden. So, und hier haben wir jetzt Unused Terms und darunter direkt den Hinweis, dass sich diese Daten hier auf Blogposts, also auf Beiträge beziehen könnten, die bislang noch als Entwurf gespeichert sind und noch nicht veröffentlicht wurden. Wie gesagt, aus dem Grund sollte man das vorher checken, ob sich da noch irgendwelche Entwürfe zwischen den Beiträgen befinden. In dem Fall sollte man das hier dann in Ruhe lassen. Scrolle wieder nach oben, dann trenne ich mich von den Revisionen, von den Autodrafts und auch von diesen beiden Positionen. Von den verwaisten Nutzermetadaten trenne ich mich genauso. Auch diese Position kann gesweept, also ausgefegt werden. Auch das hier wird gesweept. Optimized Tables, das lasse ich in Ruhe. So, nachdem der Reinigungsservice seinen Job erledigt hat, kann man noch mal kurz checken, ob mit der Webseite alles in Ordnung ist. Und nachdem die Datenbank bereinigt ist, hat das Plugin seinen Job erfüllt und darf dann im Anschluss wieder gelöscht werden.